Tag, ihr Helden, und willkommen zu einer neuen Folge Injustice 2 im Arcade-Modus. Wir hatten beim letzten Mal einen Schurken mit Deadshot und nehmen uns deswegen jetzt wieder einen guten Jungen vor. Genauer gesagt einen grünen Jungen, der heute allerdings mal modisches Rot-Weiß trägt. Und zwar den guten Hal Jordan. Alias Green Arrow. Green Lantern. Aua! Und bam. So, das ist übrigens auch so ein Ding, was online eigentlich fast jeder immer wieder macht. Diesen Move hier. Boom. Einfach mit dem Schlüssel, mit dem Ring nach dem Gegner greifen. So, dann habe ich jetzt rausgefunden, welcher Charakter mir noch fehlt, um endlich diese olle Trophäe für alle Charakterenden zu bekommen. Und das ist die gute Harley. Ich war sogar ziemlich sicher, dass ich mit ihr schon das Charakterende gesehen habe. Aber da habe ich mich scheinbar doch geirrt. Und deswegen werden wir höchstwahrscheinlich Green Lantern gewinnt. Erstmal den Krach abwarten und wir werden auf jeden Fall höchstwahrscheinlich hiernach mit der guten Harley Quinn kämpfen in der nächsten Folge. Die werde ich jetzt hier im Anschluss auch gleich aufnehmen. Dann haben wir das nämlich durch. Aber erstmal machen wir Captain Cold Cold. Den guten, oh Gott, wie heißt er nochmal richtig? Wartet, lasst mich kurz überlegen. Los. Wie er nochmal hin? Leonard Snart, genau. Alter. Genau. Leonard Snart war sein. War sein bürgerlicher Name. Und seine Schwester war, also zumindest weiß ich, wie seine Schwester im Spiel heißt, beziehungsweise mit ihrem Superschurkennamen. Golden Glider war das. Aber ich habe jetzt gerade nicht mehr so auf der Pfanne, was sie für Fähigkeiten hatte. Nein, bitte nicht. Schwein gehabt. Green Lantern gewinnt. Das war jetzt mal richtig knapp, dass ich ihm gerade so noch dazwischen gefunkt habe. Barry, der gute Barry Allen ist der nächste Gegner. Die rote Laterne gegen den roten Blitz. Hat was. Los. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da hinten ist eine Taverne, da tausche ich das Ding gegen Bier. Entschuldigung. Der ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, ich weiß aber auch nicht mehr wo. Und fand den geil. Passt. Passt irgendwie zu Green Lantern. Und zu dem gar nicht so roten Blitz hier. Alter. Weg mit dir. Du musstest mehr wollen. Genau. Wenn du einfach ein bisschen mehr willst, dann klappt das auch. Und wenn man sich das lang genug einredet, glaubt man es vielleicht auch irgendwann. Aber du gewinnst nicht. Aua, aua, aua. Das wird sowieso nichts, mein Freund. Und jetzt? Autsch. No!
Wieso heißt der jetzt eigentlich noch Green Lantern und nicht Red Lantern? Green Lantern gewinnt. Das ist so eine Sache, die man meiner Meinung nach noch anpassen könnte, speziell bei Green Lantern. Dass sein Name auch in der Anzeige und auch in dem Spruch angepasst wird. An die Farbe, die ich halt mit dem Shader ausgewählt habe. Einfach um das ein bisschen, präziser zu sein. Und tatsächlich auch alles so richtig zu haben, wie sich das gehört. Warum hat sie eigentlich so ein großes Röckchen an? Da kann man drunter gucken. Und das sieht so aus, als ob sie nicht ganz nahtlose Bräune hätte. Oder ist das eine zusätzliche Unterhose, die sie da anhat? Unter ihrem Röckchen. Da schiebt wohl einer Panik. Mit einer zweiten Unterhose. Ja, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eine zweite Unterhose sein soll. Oder ob das nicht ganz nahtlose Bräune ist. Ja Mensch, Mädel, du wohnst auf einer Amazoneninsel. Da gibt es nur Frauen. Normalerweise. Da kann man sich doch auch mal, ne? Nackedei an den Strand legen. Autsch. Ich weiß ganz genau, wo ihr gerade hingeguckt habt. Green Lantern gewinnt. Und an alle, die wegen dieser Aussage und der Szene gerade eben zurückgespult haben, schäm dich. So viel dazu. Juti. Nachher bei der guten Harley werden wir mal kein Kraftset auswählen, sprich das Klamottenset, sondern da werde ich jetzt mal denen, die Haut sehen wollen, einen kleinen Gefallen tun. Und ich habe da so ein Set für sie, da sieht man ein bisschen mehr. Also, wer jetzt hier irgendwelche Softcore-Geschichten erwartet, den muss ich sowieso schon mal von vornherein enttäuschen. Alter! Ey! Oh, meine Fresse. Ich hasse ihn. Jetzt bist du fällig. Treffer. Ich glaube, der Attacke kann man auch nur ganz, ganz schwer ausweichen. Oder sie nur ganz, ganz schwer blocken. Es hat trotzdem nicht gereicht, aber das hat gereicht. Die Wächter befahlen mir, Brainiac nach Oa vor Gericht zu bringen. Ich war mächtig froh, ein paar tausend Lichtjahre zwischen die Erde und diesen Kerl zu bringen. Aber danach ließen die Wächter die echte Bombe platzen. Sinestro war frei. Aus ihren Science Cells ausgebüxt. Ein Frontalangriff auf das Sinestro Corps war undenkbar. Wir Grünen waren noch platt vom Kampf gegen Supermans Regime. Deshalb ging ich freiwillig undercover. Als Yellow Lantern. Und dazu muss ich mich erneut meiner Angst stellen. Aber Angst ist eine Sucht. Ich habe einen Schluck genommen und es wird verdammt schwer sein, die Flasche wieder wegzulegen.
Ich hoffe einfach, dass ich es packe. Tja, hat auch irgendwie was das Ende, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man den ersten Teil von Injustice berücksichtigt, da war er ja schon mal ein Yellow Lantern und ist dann zurückgekehrt zu den Green Lanterns. Und von daher sehr mutig, ihm jetzt nochmal einen gelben Ring zu geben, aber die werden schon wissen, was sie machen, denke ich mal. Hier soll es das jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.